versprochen im VW Golf 6 GTI. Wir haben 211 PS und 280 Newtonmeter Drehmoment. In dem Fall fahren wir hier ein DSG. Das heißt, auch hier macht es natürlich Sinn, das Getriebekennfeld anzupassen, was auch in dem Fall vom Kunde gewünscht ist. Ja, wir sind jetzt gerade auf einer kleinen Probefahrt, haben eine Downtime verbaut, schauen gerade, wie verhält sich die Abgasanlage, streift irgendwas, bockelt irgendwas. Das sieht soweit ganz gut aus. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns ans Anpassen der Motorkennfelder und der Getriebekennfelder. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Wir sehen uns gleich vom Cockpit aus mit einem kleinen Tacho-Video. Ciao! So, jetzt sind wir zurück. Aktuell, wie versprochen, gibt es jetzt noch ein kleines Tacho-Video. Leider ist es so, dass die Verhältnisse momentan nicht viel zulassen. Deswegen wird man es auch nicht übertreiben. Wir wollen nur einen kleinen Zwischensprint machen. 50 bis 100, jetzt aktuell Serie und dann nachher einfach einen Zwischensprint, wenn das Fahrzeug dann optimiert ist. Und dann hoffe ich doch, dass ihr euch da einen kleinen Überblick erschaffen könnt von der ganzen Sache, dass es für euch relativ einfach wird. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müssen wir nur schauen, dass es den Verkehr zulässt. Jetzt sind wir aus 50 km/h und jetzt beschleunigen wir einfach mal bis, ich sag mal so, 100, 120, und dann setzen wir nachher einfach einen Vergleich von Serie zu quasi Tuning, zum angepassten Datenstand. Perfekt, weil der Untergrund relativ nass ist. Ich gehe aber mal davon aus, man konnte es erkennen oder man kann es erkennen. Und ich gehe auch davon aus, wenn man das nachher gegensetzt zum Fahrzeug mit angepasstem Kennfeld, dann denke ich mal, wird man einen Unterschied an dem Fahrzeug definitiv sehen. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns ab, machen wir uns ran an den Datenstand und dann melde ich mich, sobald wir fertig sind, wieder bei euch. Bis nachher. So, jetzt sind wir zurück. Haben gerade noch ein paar kleine Messfahrten gemacht. Kurze Probefahrt. Und machen wir mal eine Messung oder fahren wir mal von 50 bis 120 mit angepasstem Datenstand. Und dann mal gucken, ob ihr einen Unterschied erkennt. So, wir sind aus 50. Wie vorher auch. Und Kickdown. 10 oder 20, 30. Ja, man merkt, also das Fahrzeug ist deutlich agiler, deutlich besser an der Gasannahme. Der Klang mit der Downpipe und in Verbindung mit der 3 Zoll Pull X klingt richtig, richtig gut. Da wollen wir nachher schauen, ob wir euch danach auch noch ein kleines Soundfile einbauen können. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum Fazit. Bis gleich. Ciao. So, da würde ich sagen, dann kommen wir zum Schluss. Kleines Fazit, kleines Resümee. Der Unterschied von vorher zu nachher, also von Serie zu optimiert, ist wie bei vielen Fahrzeugen, gerade bei den Turbofahrzeugen, ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Fahrzeug ist agiler, das Fahrzeug ist viel spritziger, das mehr Drehmoment, die Leistung unten raus, das ist einfach, es ist ein ganz anderer Antritt. Es fühlt sich an wie ein neues Auto. Und natürlich das Thema Downpipe mit der Pull X, das untermalt halt auch nochmal die klangliche Kulisse. Und es macht einfach immer wieder richtig Spaß, wenn man sieht von vorher zu nachher, was man da erreicht hat, was da rausgekommen ist. Und ich gehe davon aus, dass unser Kunde, der Daniel, der übrigens bereits schon auf dem Weg zu uns ist, sein Schmuckstück wieder abzuholen, dass der durchaus zufrieden sein wird. In dem Fall würde ich sagen, alles funktioniert. Im Anhang bekommt ihr jetzt noch ein kleines Soundfile und ein paar Bilder vom Fahrzeug. Und dann werden wir euch die Tage vielleicht noch ein kleines Fazit nachreichen, wie es der Kunde empfunden hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, in diesem Fall bis zum Video Nummer 5.
Ciao.